So. Weiter geht's. So, wir versuchen jetzt mal. Greifarten brauchen wir, glaube ich, dafür unbedingt. Vielleicht kriegen wir es auch nur mit. Ja, gut, holen wir uns den Greifarten. Verdammt! Das können wir nicht wieder zu blöd sind zum zu blöd zum Sterben. Ja. Und wenn nicht wieder blöd sind und sterben, dann könnte das was werden. So, Bombe. Ich würde nur was probieren, ob wir da mal durchkommen. Ist hier mal durch. Schade, dass man die Items nicht zurückgeben kann. Das wäre eigentlich was. Hier auf. Jetzt kommen wir hier eigentlich auf regulärem Weg durch. Den mittleren Dings haben wir noch nicht ausprobiert, aber okay. Ich glaube, wir haben noch ein Leben, das könnte kritisch werden. Hier getroffen werden. So, Weirdo, auf geht's. Weirdos Abenteuer. Ist jetzt mal hier rauf. Wir haben eine Bombe bis dabei, deswegen können wir hier eine Bombe eigentlich legen? Ne, können wir nicht. Mal hier durch. Ja, ich komme da durch. Ersatz für die Schaufel. Dunkler Korridor. Scherenhauptquartier. Wenn wir hier reingehen, kommen wir zu den Scheren. Warte, ich würde mal was probieren. Vielleicht funktioniert das ja. Wir müssen ja noch nicht durchlaufen, aber eventuell können wir hier hinter der dunkelsten Brücke. Nicht, dass zwei Items dafür reichen, aber wenn wir ein paar Items dabei haben. Ne, da müssen wir schwerer sein. Da müssen wir nicht mehr drei Items. Vier Items können wir nicht tragen, beim viertes Item müssen wir noch. Dabei haben. Jetzt machen wir erstmal unseren Plan. Der Ambosshof liegt mir an die Prinzessin-Krone. Auch sehr schön. So, da kann noch Video jetzt hoch, oder? Ja. Sehr schön. Ich kann übrigens auch sehr gut den Hammer umgehen. Und was passiert mit dem Knopf? Oha.
Zimmer hoch, die geheime Passage. In großen Anführungszeichen. Sorido, hol die Prinzessin. Es sind zwar zwei Helden und zwei. Ein Held und zwei Prinzessinnen. Also hier durch. Okay, hier hoch. Das ist der Plan. Achtung, nicht getroffen werden. Wir haben gleich nur noch ein Leben. Und hops. Du hast so große Stücke auf dich gesetzt. Ryudos Fluchtplan war in der Tat der kürzeste, aber kein besonders kluger. Ein 180 Meter Sturz ist ein ziemlich langer Sturz, besonders wenn du Gewicht trägst. Landung war nicht schön. Fluchtabkürzung. Ende 55. Yay, Reihe voll. Zwei Wochen später. Wer hätte gedacht, dass ein Sturz auf eine andere Person dir helfen kann, einen Sturz von 180 Meter zu überstehen? Ryudo war so gut wie neu und deine Schwester von die Prinzessin wurde entführt, um ihren Platz einzunehmen. Überhaupt kein Problem. Okay. Ryudo mal umbenennen. Das machen wir. Ja, gut. Das können wir jetzt alles hier. Pazifistenlauf. Okay. 61. Im Berg begraben. Pazifistenlauf. Haben wir doch schon gemacht. Zu Genüge ohne Items durchgekommen. Spiel wieder Super Mario. So, was können wir jetzt noch machen? Welchen Hinweis haben wir hier? Ende 61. Pazifistenlauf. Ah ja. Pazifisten, wie können wir einfach mal ohne Waffen? Welche bekam mit Oma interessant? Tja, gut, dann laufen wir mal. Was haben wir hier? Die Karte des Reichs. Okay. Oh. Eine hübsche Karte des Reichs haben wir hier. Kein Item. Das haben wir jetzt ständig drin. Okay, Pazifisten, Mann. Niemanden getötet haben wir doch schon länger. Das haben wir doch schon oft geschafft. Oder nicht? Spiel mal den Felsen, die Felsen sind ja kein Lebewesen. Die können wir sprengen.
Hier waren wir noch nicht drin. Haben wir da irgendwie... Okay. Wegen seines Respekts und seiner Fürsorge für das Wohlergehen der Schergen wurde Würdo zu ihrem Vertreter gewählt. Zum Glück wussten sie nichts über seine dunkle Vergangenheit und die Serienmutter an den Schergen. Syndikalismus. In 61. Ja, das war genau das. Pazifistenmann. Anführungszeichen. 7 Monate später. Sind wir selbst so ein Scherge oder was? Bitte. Bitte lass uns so ein Schergenskin haben. Würdo wurde schließlich korrupt und stahl den Schergen literweise Bier. Nachdem er seine Position verlassen hatte, wurde er zu einem normalen Helden. Oh, schade. Wird so ein Schergenskin. Das wäre mal cool gewesen. Super Mario spielen wir mal wieder. Das ist hier mal wieder. Okay, die Karte haben wir nicht. Die müssen wir mal wieder einsammeln. Nur was sie denn wollen. Jetzt können wir es da mal durchgraben. Nächste Ending finden wahrscheinlich. Wunderschöne Anspielung auf Shovel Knight natürlich wieder. Dass er sagt, es ist nicht der erste Held, der mit einer Schaufel verarmt geht. Hier, da gibt es noch ein Lüftungssystem. Aha. Schatztruhe. Ahoi. Ahoi, ihr habt den Schatz gefunden. Nun. Nicht genau. Diese Truhe enthält die Pensionskasse des Dunklen Lords. Du bist vielleicht nicht in der Lage, ihn physisch zu besiegen. Das hatten wir doch schon mal, oder? Aber du hast seinen Pensionspläne ruiniert. Jackpot. 62 von 100. Hatten wir es noch nicht? Haben wir einen anderen Pensionsschatz genommen? Ich kann mich daran erinnern, dass wir es schon gemacht haben. 2 Jahre später. Na gut, wenn wir es noch nicht gemacht haben. Ich hätte jetzt wetten können. Das haben wir schon gemacht. Okay, nachdem er zum Makroberg gereist war, um diesen Schatz zu suchen, wurde nie wieder etwas von diesem Kerl gehört. Sein Cousin hat beschlossen, nach ihm zu suchen. Barrios Bruder. Aha. Haben wir nicht auch schon roten? Super Valuario, genau. Der Cousin von Super Mario. So, hier. Ah, das ist der Weg versperrt, den wir brauchen. Um die Scherben zu treffen. Da war ein Hinweis. Noch ein Hinweis.
meine, das hätte ich auch schon mal probiert, aber gut. Ihr Herz bekommen. Prinzessin erstochen. Genauso. Der einzige Weg übrigens an das Herz der Prinzessin zu kommen. Auf den anderen Wegen wird sie zur Imperatorin, oder will uns nur als Freund haben und so weiter. Das ist ja. Super Valuario sollte wissen, ob das Erstechen von Prinzessinnen ein spezielles Ende freischalten würde. Er wollte wissen. Es überrascht nicht, dass die Prinzessin einfach nur starb. Super Valuario fühlte sich irgendwie verantwortlich, war sich aber nicht sicher, weil er nicht gut darin war, Frauen zu verstehen. Ich dachte, es wäre ein Mimik. Ende 64-500. Hurra. Und der neue Hinweis für den 65. Zwei Monate später. Die Prinzessin erwies sich als Betrügerin. Nach einer langen Zeit im Schatten trat die wahre Prinzessin vor und enthüllte ihren richtigen Namen. Im Optionsmenü. Minuten später wurde sie von dem guten Nord entführt. Aha, jetzt können wir den Namen ändern. Jetzt haben wir alle Endings mit der Prinzessin gemacht und können jetzt die Prinzessin benennen. Für Fanfictions. Mal ein bisschen Stoff für Fanfictions sammeln.